Ja, hi, Tag. Ja, heute sind wir bei den kleinen Feen hier und wir haben vor, in dieser wunderschönen Umgebung Giersch zu finden, weil hier wächst er ganz, ganz saftig und grün. Ja, und aus dem Giersch machen wir einen wunderschönen Salat. Ich habe ein paar schöne Sachen wieder dabei. Wir mischen die rein und wir rösten noch heute was. Komm mit. Und Kaffee gibt's auch. Achso, und Kaffee gibt es auch. Ja, und schaut mal hier. Hier haben wir schon die Knoblauchsrauke. Richtig schön, wenn man die reibt. Mache ich jetzt nicht, weil ich die jetzt nicht... Oh doch, dann esse ich die mal. Wenn man die reibt, riecht man richtig den Knoblauchsgeruch. Richtig gut. Ja, so sieht der aus. Aber den bräuchten wir nicht. Wir müssen noch auf die Suche gehen. Boah, ist voll lecker. Das im Salat wäre eigentlich auch cool. Ich glaube, ich packe das doch in den Salat rein. Wir packen noch eine Zutat rein und das ist einmal die Knoblauchsrauke. Aber wir müssen leider noch die Giersch suchen, weil den habe ich noch nicht gefunden. Weil ich glaube, das im Salat schmeckt richtig gut. Ja, das nehmen wir. Ja, es fängt jetzt schon wieder an zu regnen. Ja, das ist typisch Frühling. Aber egal, das ist schön. Das ist schön. Ich glaube, das reicht. Schnell rum, wir gehen schnell zurück zu den Elfen. Nichts gefunden. Dann müssen wir mal da gucken. Da finden wir doch was. Das hier, das sind noch schöne kleine Kirschblüten, die wachsen noch. Das könnt ihr schön auf den Salat machen. Dann sieht der noch gut aus und ist sehr gesund. Das packen wir auch auf unser schöner Elfen-Zaubersalat. So, es stürmt ein bisschen, aber das hindert uns jetzt nicht, hier so schöne Giersch-Blätter zu pflücken. Da sehen die doch schon mal richtig schön aus. Ich glaube, das reicht jetzt. Wir müssen weiter. Es stürmt. Geschenkt haben. Ich habe Bärlauch gefunden. Wie cool. Den packen wir auch im Salat rein. Ja, der Salat, merkt ihr, für Minute wird der Salat immer voller. Ach, auch cool. Wow. So, meine Freunde, ich hole mir ein schönes Messer raus, weil jetzt werden wir schön den Giersch vorbereiten. Wir haben jetzt wirklich viel mehr gefunden. Ich wollte eigentlich den Giersch machen und da schönen Salat draus machen. Aber heute machen wir das doch mit mehr Kräutern. Freut euch schon mal drauf. Wir schnibbeln den Giersch so. So. Ich werde jetzt einmal wieder alles nehmen. Das ist sehr einfach, weil die Sachen sind so klein. Und so könnt ihr so ein schönes, so eine Masse bauen. Dann könnt ihr das viel leichter schneiden. Zack. Der Giersch ist halt sehr frisch. Riecht auch sehr, sehr stark. Und deswegen will ich den haben, weil der im Geruch sehr, sehr lecker sich... Ja, der riecht halt einfach voll lecker und der Geschmack ist auch sehr lecker. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären kann, wie der schmeckt. Ja, der riecht halt wie Giersch, ne? Aber gut, der Giersch ist schon geschnitten. Wir werden jetzt erstmal die Knoblauchsrauke schneiden. Dann haben wir einen schönen leckeren Knoblauchsaroma im Salat. Das macht es auch nochmal sehr lecker. Tut auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Aber der Knoblauch macht es so lecker, finde ich. Ja, was ich zeigen wollte noch einmal, das habe ich jetzt übersehen. Ich wollte eigentlich mal euch einmal so ein Merkmal zeigen von dieser schönen Knoblauchsauce. Es sieht aus wie eine Niere und riecht halt auch nach Knoblauch. Das könnt ihr wirklich ausprobieren mit dem Reiben. Riecht ihr das richtig schön? Ja, ein kleiner Merkmal-Tipp. Ich will jetzt nicht überall Merkmale zeigen. Ne? Da sparen wir uns die Zeit. Wir schnibbeln erstmal weiter. Es gibt auch ganz viele Videos darüber, wenn ihr nicht so viel Ahnung habt mit Kräuter, dann lieber nicht pflücken, dann lernt euch erstmal ein bisschen von anderen und macht euch erstmal schlau. So, jetzt schneiden wir das erstmal schön klein alles. So. Ihr könnt das so schneiden, wie ihr möchtet, ne? Ich schneide das mal gerne so ganz fein. Jetzt kommt der wunderschöne Bärlauch. Das hat mich richtig überrascht, ne? Ich lauf da noch so lang, guck da ein bisschen rum, dann sehe ich einfach ein wunderschöner Feld mit Bärlauch. Richtig schön. Deswegen kommt der jetzt auch in unser Salat rein. Den schneide ich, glaube ich, so schöne Streifen einfach.
voll schön. Jetzt ist auch gerade wieder Bärlauchzeit. Für die, die Bärlauch auch kennen. Ihr müsst rausgehen, pflückt die, weil die sind bald wieder, schnell wieder weg. Jetzt ist eine perfekte Zeit, das zu machen. Ich glaube, ich schneide das doch einmal durch die Mitte. Dann haben wir so einen wunderschönen, ja, wie auch immer, wie man das nennt. Aber hat man ein bisschen noch einen anderen, andere Form im Mund. Das ist schon mal cool. So, das ist unser schöner Salatteller. Pack ich mal hier so rein. So, und hier sind die letzten Zutaten noch. Einmal Tomaten, eine wunderschöne Avocado, einen Ingwer, dann die schönen Kirschblüten. Dann habe ich nochmal, das werden wir heute anrösten, schöne Sonnenblumenkerne, Olivenöl und noch Beilagensalat, dass wir nochmal ein bisschen das aufrunden können. Dann machen wir schöne kleine Scheibchen. So, am besten immer schön diese süßen Tomaten holen. Nicht diese wässrigen großen, die machen einfach im Geschmack nichts aus. Hier habt ihr noch so eine wunderschöne süße Tomatengeschmack. Ich glaube, das ist schon viel besser. Jetzt kommt, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt erstmal die Avocado machen, glaube ich. Das haben wir raus. Und dann nochmal schnell so. Und dann packen wir die mal hier schön rein. Weil die machen das noch mal richtig schön lecker, die Avocado. Weil na, die haben so einen schönen fettigen Geschmack. Und das mit Knoblauch schmeckt das eigentlich eh immer besser. So. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Ingwer. Da mache ich jetzt nicht viel rein, aber dass man ein bisschen Schärfe hat und Frische. So. Mache ich ganz kurz klein. Zack, zack. Boah, riecht auch richtig gut. Boah, ist scharf. So, am besten nicht so eine scharfe Ingwer holen. Ah, so. Dann kommt ein bisschen Sand rein. Dann ein bisschen Olivenöl. Und die Dekoration von den Blüten. Oder ich mische erstmal. Die Blüten kommen doch gleich erstmal auf, dann gehen die nicht so kaputt. Ich nehme jetzt erstmal Löffel. Ja, und dann müssen wir nur kurz noch die Sonnenblumenkerne anrüsten. Und dann ist der Salat gleich fertig, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass es euch schon bis hier gefallen hat und ihr vielleicht hier was draus gelernt habt. So. Ja, wir werden jetzt erstmal hier schön die Sonnenblumenkerne einpacken. Also, passt schon so. Und dann werden wir erstmal schön Feuer machen. Und fertig sind die Leute. Woo! Ah, riecht ihr das? Oh, sehr lecker. So. Oh, sieht das gut aus, Leute. Woo! Oh, ich freue mich schon so auf diesen leckeren, gesunden Salat. Wow. Schön, dass ihr bis hier schon zugeguckt haben. Das machen nicht die meisten. Deswegen vielen Dank und ich hoffe, dass es euch bis hier auch richtig Spaß gemacht hat. So. Schön, die schönen Dekorationskirschenblumen. Und der Salat ist fertig. Ich will ja jetzt nicht flexen, ne? Oder wie man das sagt, aber es riecht einfach wie ein leckerer Döner. Ich weiß nicht warum, aber es riecht einfach wie so ein leckerer Döner, den man gleich reinbeißt. Boah, das riecht richtig gut, aber jetzt probieren wir mal. Und ich sag euch jetzt mal, wie ich den so finde, wie schmeckt der so, ob das dann für euch
sage ich mal, lohnenswert ist, das nachzumachen. Deswegen guck dir ja das Video an. Ich werde jetzt erstmal einen Test machen. Ich finde, diese gerösteten Sonnenblumenkerne sind so wichtig da drin, weil die sind am Anfang da, bis zum Ende auch da, die ganze Zeit. Du hast auch immer schön diese Avocado noch dabei, die immer dich begleitet, auch im Geschmack. Man denkt so, okay, die Kräuter von der Natur sind sehr bitter und so, aber man schmeckt die fast gar nicht raus. Die gehen so richtig unter, gleichzeitig quält man sich nicht, weil ne, gesund ist eklig, aber das schmeckt wirklich sehr lecker. Man merkt das gar nicht, dass da Kräuter drin sind. Ihr habt gute Inhaltsstoffe aufgenommen, mit Leichtigkeit, ohne sich zu ekeln. Finde ich sehr lecker und die Tomaten machen es nochmal richtig schön frisch. Ich finde das super. Ja, was soll ich denn noch mehr sagen? Es ist wirklich richtig lecker. Dann würde ich sagen, ich würde das jedem empfehlen, die, sag ich mal, so auf sowas Lust haben. Macht das mal gerne mal. Das ist wirklich sehr lecker. Ich schreibe nochmal alles in der Beschreibung, was ich benutzt habe. Dann könnt ihr das genauso gleich nachmachen. Ja, ich esse jetzt mal weiter mit den Elfen. Die warten da schon auf den Salat. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und vergesst nicht zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren, wie das der Salat so schmeckt. Weil vielleicht macht das ja einer genau nach und möchte mal gerne deine Meinung hören, wie du den Salat findest. Oder ich packe das gleich mal einen Döner auf. Ah, ich komme jetzt. Kaffee-Time, Leute. Wow. Jede Waldwanderung, Leute, ist ein Kaffee am schönsten. Wir wollten Espresso mitnehmen, aber ging ja leider nicht, weil braucht man so eine Espresso-Kanne. Wir machen jetzt mal so einen schönen Filterkaffee. Man braucht so 3 Esslöffel Kaffee, dann ein bisschen Kaffee rein erst. Wasser meinte ich. Dann wartet man eine Minute und dann macht man den Rest noch mal rein. Ah, schön Kaffee im Wald, das ist so schön. So, die Minute ist rum. Jetzt wird erstmal schön heiß gemacht. Immer. Pschsch, fertig. So, und jetzt packen wir den Rest hier schon rein. Oh, sehr schön. Dann 3 Minuten warten. Ja, jetzt müssen wir nur die Milch noch warm machen. Das tut weh. Oh, da ist ja schon was drin. Oh, ups. Kaffee-Time, jetzt geht ab. Ja, es wird Kaffee geben. Kaffee-Time, ja, der wird gebrüht. Ja, der Kaffee ist da. Kaffee-Time. Da. Fertig. Prost! Hui.